Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Nachdem wir uns in der letzten Vorlesung mit Eigenschaften und der Klassifikation von Zuständen auseinandergesetzt haben, soll es in der heutigen Vorlesung um die Interaktion von Zuständen und deren Eigenschaften gehen. Schauen wir uns das im Detail einmal genauer an. Als erstes brauchen wir den Begriff von Erreichbarkeit, Kommunizieren und Wesentlich. Und hierbei nennt man einen Zustand Y von einem Zustand X aus erreichbar, ausgedrückt mit diesem Pfeil, falls es eine natürliche Zahl inklusive der 0 gibt, sodass die Übergangswahrscheinlichkeit von X in n Schritten nach Y zu kommen positiv ist. Und zwei Zustände X und Y kommunizieren miteinander, ausgedrückt mit diesem Doppelpfeil, falls ich den Zustand Y vom Zustand X aus erreichen kann und umgekehrt der Zustand X vom Zustand Y aus erreichbar. Hier ein kleiner Hinweis, das bedeutet natürlich nicht, wenn man sich jetzt die Definition von Erreichbarkeit anguckt, dass ich in beiden Fällen die gleiche natürliche Zahl n wählen muss. Also es kann sein, dass ich in n Schritten mit positiver Wahrscheinlichkeit von X nach Y gelangen kann, aber dass ich m Schritte brauche, um mit positiver Wahrscheinlichkeit von Y nach X. Weiterhin heißt eine nichtleere Teilmenge K eine kommunizierende Klasse, falls die folgenden beiden Eigenschaften erfüllt sind. Zum einen sollen alle Elemente in dieser Teilmenge K miteinander kommunizieren. Und zum anderen soll die Menge K die folgende Eigenschaft haben, nämlich dass, wenn ich ein Element aus der Menge K nehme, ich ein weiteres Element im Zustandsraum betrachte, das aber so gewählt ist, dass ich es von X aus erreichen kann, dann soll das sofort implizieren, dass auch das Element Y in dieser Menge K liegt. Also in gewisser Weise hat eine kommunizierende Klasse eine gewisse Abgeschlossenheit. Und das ist sozusagen der Ausdruck hier. Der zweite Punkt ist ein gewisser Abgeschlossenheitskriterium. Und den letzten Begriff, den ich hier noch einführen möchte, ist in dem der wesentlichen und unwesentlichen Zustände. Und man nennt ein Element X wesentlich, falls es ein Element einer kommunizierenden Klasse ist. Und andernfalls, wenn es kein Element einer kommunizierenden Klasse ist, dann nennt man es unwesentlich. Es gibt einen natürlichen Kandidaten für eine kommunizierende Klasse, die einen Zustand X enthält. Und der Kandidat ist das folgende, also ich wähle mir ein Element X aus meinem Zustandsraum und ich betrachte die Menge aller Zustände, die ich von X aus erreichen kann. Das ist natürlich ein sinnvoller Kandidat im Hinblick auf den zweiten Punkt der Definition einer kommunizierenden Klasse. Was natürlich noch fehlt, ist bei diesem Kandidaten, ist die Eigenschaft, ob es sich hierbei um kommunizierende Zustände handelt, die Elemente dieser Menge sind. Und das ist a priori überhaupt nicht gegeben. Das heißt sozusagen, wir sehen hier draus, dass X in höchstens einer kommunizierenden Klasse liegen kann, die dadurch beschrieben wird. Sehen wir uns das im Beispiel an, dass das in manchen Fällen erfüllt ist und in manchen Fällen halt nicht. Schauen wir uns also an den Zustand 1 und betrachten wir mal alle Elemente, die ich von 1 aus erreichen kann. Das sind in diesem konkreten Fall die Zustände 2 und 3, wobei hier die Pfeile positive Übergänge oder positive Wahrscheinlichkeiten, einen Übergang zu tätigen, da ausdrücken sollen. Das heißt, 1 erreicht die Zustände 2 und 3 und wir sehen auch, dass die Zustände 2 und 3 mit dem Zustand 1 kommunizieren und dann daraus folgt halt, dass es sich bei diesen drei Zuständen in der Tat um eine kommunizierende Klasse handelt. Genauso sieht es aus mit dem Zustand 5, wobei in diesem Fall die kommunizierende Klasse einelementig ist. Anders verhält es sich bei den Zuständen 6, 7 und dem Zustand 4. Man sieht, dass man von dem Zustand 6 aus alle Zustände erreichen kann,
Allerdings kommunizieren die anderen Zustände, also die Zustände 1, 2, 3, 4 und 5, nicht mit dem Zustand 6. Der Zustand 7 hingegen schon. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Zustand 7. Der Zustand 4 hat die Eigenschaft auch, die Zustände 1, 2, 3 und den Zustand 5 zu erreichen, aber auch von diesen Zuständen ist es nicht möglich, in den Zustand 4 zurückzugelangen. Selbst der Übergang von 4 nach 4 ist nicht möglich. Damit sieht man, dass diese drei Elemente, also die Elemente 4, 6 und 7, keiner kommunizierenden Klasse angehören und damit unwesentlich sind, wohingegen die Zustände 1, 2, 3 eine kommunizierende Klasse bilden und der Zustand 5 eine weitere kommunizierende Klasse. Eine weitere Konsequenz oder eine Charakterisierung von einer kommunizierenden Klasse unter der folgenden zusätzlichen Annahme, dass ich weiß, dass die Elemente kommunizieren, ist das folgende. Also ich nehme mir einmal her eine stochastische Matrix, eine nicht leere, echte Teilmenge meines Zustandsraums mit der Eigenschaft, dass alle Elemente in dieser Menge K miteinander kommunizieren. Und dann habe ich folgende Genau-dann-wenn-Charakterisierung einer kommunizierenden Klasse, nämlich, dass wenn ich die stochastische Matrix einschränke auf diese Menge K, damit meine ich nichts weiter als, dass ich nur Elemente PXY betrachte, wobei X und Y aus K sind, dass diese Einschränkung eine stochastische Matrix ist. Und das ist äquivalent dazu, dass diese Menge K eine kommunizierende Klasse ist. Und die zweite Aussage ist eine Genau-dann-wenn-Charakterisierung eines wesentlichen Zustandes, nämlich der ist dadurch gegeben, dieser Zustand X ist wesentlich, falls die Menge aller Elemente, die mit X kommunizieren, übereinstimmt mit der Menge aller Elemente, die ich von X aus erreichen kann. Und es lohnt sich, diese Übungsaufgabe einmal im Detail zu machen. Was man schon sieht ist, oder welchen Verdacht man haben kann, ist, dass es sich bei dieser Relation von dem Kommunizieren um eine Äquivalenzrelation handelt. Und dass auf der Menge der wesentlichen Zustände die zugehörigen Äquivalenzklassen gerade die kommunizierenden Klassen sind. Das ist die Aussage von diesem Satz 2.7. Dessen Beweis möchte ich mir jetzt im Detail einmal angucken. Was haben wir nachzuweisen? Wir haben nachzuweisen, dass diese Relation symmetrisch, reflexiv und transitiv ist. Dass sie symmetrisch ist, ist relativ einfach klar, weil das aus der Definition direkt folgt. Auch die Reflexivität, das heißt, dass x mit y kommuniziert, impliziert, dass auch y mit x kommuniziert. Beide diese Aussagen folgen direkt aus der Definition. Was wir nur uns angucken müssen, ist die Transitivität. Das heißt, wir nehmen uns drei Zustände her, x, y, z. Wir nehmen einmal an, dass x mit y kommuniziert und dass y mit z kommuniziert. Und was wir zeigen müssen, ist, dass auch x mit z kommuniziert. Dadurch, dass wir wissen, nach Voraussetzung, dass x und y kommunizieren, existiert natürlich ein N1. Mit der Tatsache, aus den natürlichen Zahlen, mit der Tatsache, dass die Übergangswahrscheinlichkeit in n1 Schritten von x nach y zu gelangen positiv ist. Weiterhin impliziert die Tatsache, dass y mit z kommuniziert, dass es ein n2 in den natürlichen Zahlen gibt, sodass auch die Übergangswahrscheinlichkeit von y in n2 Schritten nach z zu gelangen positiv ist. Und jetzt können wir wieder die Chapman-Kolmogorov-Gleichung benutzen, die uns dann die folgende Aussage liefert, nämlich, dass wenn ich mir die Übergangswahrscheinlichkeit anschaue, von x in n1 plus n2 Schritten nach z zu gelangen, dann kann ich das nach unten abschätzen durch die Wahrscheinlichkeit, in n1 Schritten von x nach y zu gelangen und in n2 Schritten dann von y nach z zu gelangen. Nach Voraussetzung wissen wir aber, dass diese beiden Wahrscheinlichkeiten positiv sind. Das bedeutet also auch, dass es diese Wahrscheinlichkeit
von x in n 1 plus n2 Schritten nach z zu gelangen, positiv ist. Und das bedeutet nichts weiter, als dass der Zustand z von x aus erreichbar ist. Jetzt kann man natürlich entsprechend die Rollen von x und z umdrehen, weil wir hier die Voraussetzung haben, dass diese Zustände kommunizieren. Wir haben gerade nur die Erreichbarkeit benutzt. Und damit sieht man auch, dass der Zustand x von z aus erreichbar ist. Und das bedeutet nichts weiter, dass diese Relation transitiv ist. Und die zweite Teil der Aussage, dass es sich bei den kommunizierenden Klassen um die Äquivalenzklassen handelt, folgt direkt aus der Definition. Welche Konsequenz haben diese kommunizierenden Klassen und die Erreichbarkeit bzw. die Kommunizierbarkeit von Zuständen im Kontext von Rekurrenz und Transienz von. Und das ist die folgende Aussage von dem Satz 2.8. Nehme mir her einen NP-Markov-Kette für Zustandsraum E und ich nehme einmal an, dass der Zustand X rekurrent sei und zudem die Eigenschaft besitzt, mit dem Zustand Y, den Zustand Y zu erreichen. Dann folgt sofort, dass auch ich den Zustand X vom Zustand Y aus erreichen kann. Mit anderen Worten, dass die Zustände X und Y miteinander kommunizieren und dass der Zustand Y dann auch rekurrent ist. Das heißt, wir haben jetzt zwei Dinge zu zeigen. Wir haben im ersten Schritt zu zeigen, dass ich den Zustand X vom Zustand Y aus erreichen kann. Und das möchte ich mal nachweisen mit Hilfe eines Widerspruchs. Also ich möchte annehmen, dass der Zustand x nicht vom Zustand y aus erreichbar ist. Was bedeutet das? Das bedeutet nach Definition, dass ich keine natürliche Zahl inklusive der 0 finde, sodass die Wahrscheinlichkeit von y aus in n Schritten nach x zu gelangen positiv ist. Mit anderen Worten, diese Wahrscheinlichkeit ist 0 für jedes n in den natürlichen Zahlen. Dadurch, dass ich hier natürlich y verschieden von x wähle, brauche ich hier auch nicht die n0 betrachten, sondern es genügt wirklich eine natürliche Zahl zu nehmen. Jetzt wähle ich aufgrund der Tatsache oder der Voraussetzung, dass ich natürlich weiß, dass ich den Zustand y von x aus erreichen kann, zunächst einmal ein n0 in den natürlichen Zahlen inklusive der 0 so, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in n0 Schritten nach y zu gelangen positiv ist. Jetzt weiß ich natürlich, der Zustand ist rekurrent, also der Zustand x ist rekurrent. Das bedeutet nach Satz 2.1, dass ich mit Wahrscheinlichkeit 1 unendlich oft den Zustand x bei Start in x besuche. Das heißt aber umgekehrt auch, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich in x starte, den Zustand x nur endlich oft besuche, 0 sein muss. Dieses Ereignis bei Start in x, den Zustand x nur endlich oft zu besuchen, enthält natürlich auch das Ereignis, dass ich in n0 Schritten den Zustand y besuche und danach nie wieder nach x zurückkehre. Jetzt kann ich natürlich diese Wahrscheinlichkeit hier mit der Fallunterscheidungsformel auch wieder umschreiben als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in n0 Schritten nach y zu gelangen, mal der bedingten Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt n0 in y zu sein und danach nie wieder den Zustand x zu besuchen, gegeben, dass ich zum Zeitpunkt n0 in y bin. Jetzt sieht man, der erste Ausdruck ist natürlich nichts weiter als das entsprechende Matrixelement des n-nullfachen Produktes der stochastischen Matrix P ausgewertet in diesem Komponenten oder in dieser Komponente XY. Und im hinteren Teil möchte ich natürlich jetzt die Markov-Eigenschaft benutzen, die mir sagt, dass ich diese bedingte Wahrscheinlichkeit auch ausdrücken kann als die Wahrscheinlichkeit,
bei Start in Y, dass ich zum Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt x1 nie wieder den Punkt x erreiche oder besuche. Jetzt möchte ich mir diese Wahrscheinlichkeit hier hinten einmal genauer betrachten. Betrachte dazu also dieses Ereignis an, das nichts weiter ist als die Menge aller Omega, sodass x1 von Omega ungleich x ist, bis xn von Omega ist ungleich x. Was weiß ich über diese Menge an? Die ist monoton fallend und konvergiert dementsprechend gegen den Durchschnitt aller dieser AKs, was nichts weiter ist als das Ereignis, dass mein Zustand, dass mein Prozess ab dem Zeitpunkt 1 nie diesen Zustand x besucht. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit bei Start in y dieses Ereignisses an ausrechnen oder zumindest abschätzen. Und hierbei gehe ich wie folgt vor. Ich weiß natürlich, die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses muss kleiner gleich 1 sein. Auf der anderen Seite kann ich dieses Ereignis auch ausdrücken mit Hilfe des Gegenereignisses. Das ist nämlich nichts weiter als 1 minus die Wahrscheinlichkeit bei Start in y von dem Komplement dieses Ereignisses. Das heißt, dass es einen Zeitpunkt zwischen 1 und n geben muss, zu dem ich in den Zustand x besuche. Und ich kann diese Wahrscheinlichkeit hier nach oben abschätzen, indem ich aus diesem Komplement des Ereignisses an das Ereignis einfach wähle, was ein größeres Ereignis ist, dass ich zum Zeitpunkt k im Zustand x bin und dafür bilde ich die Vereinigung über alle k. Und dann kann ich natürlich die Sigma-Additivität oder die endliche Additivität benutzen und die Summe hier rausziehen. Dadurch, dass das eine obere Abschätzung, das hier ist eine obere Abschätzung an diese Wahrscheinlichkeit, erhalte ich hier eine untere Ranke. Jetzt kommt natürlich unsere Annahme ins Spiel, dass wir ja angenommen haben, dass der Zustand x von y aus nicht erreichbar ist. Das heißt mit anderen Worten, wir wissen, dass all diese Wahrscheinlichkeiten, nämlich bei Start in y in k Schritten nach x zu gelangen, 0 ist. Mit anderen Worten, diese ganze Summe hier ist 0. Wir haben jetzt gesehen, dass diese Wahrscheinlichkeit hier also den Wert 1 annimmt. Insbesondere folgt daraus natürlich mit der Stetigkeit des Wahrscheinlichkeitsmaßes PY, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in y nie den Zustand x zu treffen, gerade gegeben ist durch den Limes n gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse an. Und da, die haben wir ja gerade ausgerechnet, das war 1. Also wir wissen, dass diese Wahrscheinlichkeit gerade 1 ist. Und jetzt können wir zurückgehen zu dieser Vorbetrachtung, die wir gemacht haben. Wir haben ja gesehen, dass diese Wahrscheinlichkeit, also das Produkt dieser beiden Wahrscheinlichkeiten, noch keiner gleich 0 ist. Das heißt, was wir erhalten, ist also, das Produkt der Wahrscheinlichkeiten P N0 XY mal der Wahrscheinlichkeit bei Start in Y nie den Zustand X zu erreichen. Nach oben beschränkt ist durch die 0. Wir haben gesehen, diese Wahrscheinlichkeit hat aber den Wert 1. Das heißt, das ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in n0 Schritten nach y zu gelangen. Aber jetzt kommt unsere Wahl von n0 ins Spiel. Die haben wir ja, n0 haben wir ja so gewählt, dass wir wissen, dass diese Wahrscheinlichkeit positiv ist. Und hiermit haben wir jetzt einen Widerspruch erzeugt. Das heißt, unsere Annahme muss falsch gewesen sein. Das heißt, es gibt in der Tat ein n, sodass ich von y nach x gelangen kann mit einer positiven Wahrscheinlichkeit. Und das bedeutet ja nichts weiter, als dass der Zustand x von y aus erreichbar ist. Damit haben wir den ersten Teil der Aussage gezeigt. Bleibt noch nachzuweisen, dass der Zustand y dann auch rekurrent sein muss. Dabei gehen wir wie folgt vor. Wir wählen uns zwei natürliche Zahlen k und l so, dass die Wahrscheinlichkeit von bei Start in x in k Schritten nach y zu gelangen positiv ist
dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in Y in L Schritten nach X zu gelangen positiv ist. Und das ist möglich, weil wir ja wissen, dass der Zustand Y von X aus erreichbar ist und dass auch der Zustand X von Y aus erreichbar ist, wie wir ja gerade gezeigt haben. Und jetzt benutzen wir wiederum die Chapman-Kolmogorov-Gleichung. Wir betrachten einfach mal das folgende, die folgende Wahrscheinlichkeit, nämlich, dass wir bei Start in Y in K plus L plus N Schritten wieder nach Y zurückkehren. Mit Hilfe der Chapman-Kolmogorov-Gleichung können wir natürlich diese Wahrscheinlichkeit nach unten abschätzen, durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in Y in L Schritten erstmal nach X zu gehen, dann bei Start in X in N Schritten wiederum nach X zu gehen, also so eine Exkursion zu machen, die eine Länge hat von N Schritten, und dann in den verbleibenden K Schritten von X nach Y zu gehen. Und das gilt hier natürlich, diese Darstellung, für jedes N aus den natürlichen Zahlen. Jetzt können wir natürlich auf der Seite auch über alle N aus den natürlichen Zahlen summieren. Was erhalten wir damit? Damit erhalten wir natürlich nichts weiter als diese beiden Termen, die wir, oder Faktoren, die wir hier produziert haben, sind unabhängig von N. Die kann ich aus der Summe rausziehen. Und übrig bleibt die Summe N gleich 1 bis unendlich PNXX. Da wir natürlich wissen, nach Voraussetzung, dass X ein rekurrenter Zustand ist, folgt aus dem Satz 2,1, dass diese Reihe divergent ist. Und damit haben wir natürlich jetzt eine untere Schranke, die unendlich ist, an diese Wahrscheinlichkeit. Und daraus folgt natürlich auch, dass der Zustand y-rekurrent sein kann. Damit haben wir das Gewünschte gezeigt. Als Korollar aus diesem Satz wissen wir natürlich, dass jeder rekurrente Zustand sofort wesentlich ist. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch, dass unwesentliche Zustände transient sein müssen. Warum? Ja, angenommen, ein unwesentlicher Zustand wäre rekurrent, dann würde das Korollar 2,9 natürlich sagen, dass dieser Zustand dann wesentlich ist und damit hätten wir nämlich Widerspruch. Warum ist das so? Warum sind alle rekurrenten Zustände wesentlich? Und jetzt kommt wieder der Kandidat für unsere kommunizierende Klasse ins Spiel, den wir in Bemerkung 14 gesehen haben. Also sei x ein rekurrenter Zustand. Dann betrachten wir uns erstmal diese Menge kx, die gegeben ist durch alle Elemente y, die ich von x aus erreichen kann. Das wäre jetzt natürlich unser Kandidat für eine kommunizierende Klasse. Was wissen wir jetzt nach dem vorangegangenen Satz? Für jedes Element aus dieser Menge kx weiß ich natürlich, dass ich auch den Zustand x erreichen kann. Das heißt, alle Elemente in dieser Menge kommunizieren. Das bedeutet dann aber nichts weiter anderes, als dass kx in der Tat eine kommunizierende Klasse darstellt. Und damit ist x Element einer kommunizierenden Klasse und folglich wesentlich. Jetzt haben wir gesehen, also wenn ein Zustand x rekurrent ist und x mit y kommuniziert, dass auch insbesondere der Zustand y rekurrent. Gilt das jetzt auch für andere Eigenschaften wie die Periode, wie die Transienz, wie die Nullrekurrenz? Und das ist die Aussage, dass das der Fall ist, ist die Aussage des Satzes 2.10. Der besagt nämlich das Folgende: Ich nehme mir hier eine Nupé-Markov-Kette xn mit Zustandsraum E. Ich nehme mir zwei Zustände her, x und y aus E, die Eigenschaft haben, miteinander zu kommunizieren. Und dann gilt das Folgende. Dann gilt, dass die Zustände x und y die gleiche Periode haben. Weiterhin gilt, dass wenn x, dass der Zustand x transient ist, genau dann, wenn der Zustand y transient ist. Und es gilt auch, dass der Zustand x null rekurrent ist, genau dann, wenn der Zustand y null rekurrent ist. Als Konsequenz, gerade aus diesem letzten Punkt, folgt natürlich auch, wenn ich einen Zustand x habe, der positiv rekurrent ist und ich zudem weiß, dass x mit y kommuniziert, dann wissen wir ja, dass der Zustand y von x aus erreichbar ist. Entschuldigung, das ist die richtige Aussage.
Dann wissen wir natürlich aufgrund von Satz 2.8, dass auch der Zustand x von y aus erreichbar ist. Das heißt, dass die beiden Zustände miteinander kommunizieren. Und jetzt ist die Frage, ist dann auch y positiv rekurrent? Wir können ja mal annehmen, wir wissen bereits, dass der Zustand y dann rekurrent sein muss. Jetzt können wir annehmen, angenommen, er wäre 0 rekurrent, dann würde natürlich aus diesem Punkt C sofort folgen, dass der Zustand x auch 0 rekurrent sein muss. Das ist aber, steht aber im Widerspruch zu unserer Voraussetzung, dass Zustand x positiv rekurrent ist. Das bedeutet aber nichts anderes, dass in dem Fall auch der Zustand y positiv rekurrent ist. Schauen wir uns also den Beweis vom Satz 10 im Detail an. Also wir wollen zuerst zeigen, dass aus der Tatsache, dass die Zustände x und y miteinander kommunizieren, folgt, dass sie die gleiche Periode haben müssen. Und wie gehe ich dabei vor? Na, ich betrachte zunächst einmal oder möchte ich folgende Bezeichnung einführen, nämlich mit dx möchte ich die Menge aller natürlichen Zahlen inklusive der 0 bezeichnen, die die Eigenschaft haben, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in n Schritten nach y zu gelangen positiv ist. Wir wissen natürlich nach der Definition der Periode, dass der größte gemeinsame Teiler dieser Menge gerade die Periode des Zustandes x ist. Da wir jetzt nach Voraussetzung wissen, dass x und y miteinander kommunizieren, kann ich also zwei natürliche Zahlen inklusive der 0 so finden, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in m Schritten nach y zu gelangen positiv ist und umgekehrt bei Start in y in, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in y in n Schritten nach x zu gelangen ebenfalls positiv ist. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte mir jetzt eine natürliche Zahl inklusive der 0 aus dieser Menge dy hernehmen, die wir ja hier definiert haben. Dann folgt aus der Chapman-Kolmogorov-Gleichung das Folgende. Also ich kann die Wahrscheinlichkeit in m plus k plus n Schritten von x nach x zu gelangen, also eine Exkursion durchzuführen, nach unten wiederum abschätzen durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in m Schritten nach y zu gelangen, bei Start in y nach k Schritten wieder nach y zurückzukehren und dann in den verbleibenden n Schritten von y nach x zu gelangen. Dadurch, dass wir nach Wahl von m und n wissen wir natürlich, was hier oben steht, dass diese beiden Wahrscheinlichkeiten positiv sind. Und aufgrund der Tatsache, dass k in dieser Menge dy sich befindet, wissen wir natürlich auch, dass diese Wahrscheinlichkeit positiv ist. Damit wissen wir, dass diese Wahrscheinlichkeit in k plus m plus n Schritten von x nach x zu gelangen positiv sein muss. Das bedeutet aber nichts weiter, dass diese Zahl hier, also k plus m plus n, in der Menge dx liegen muss. Nehmen wir uns jetzt also einen Teiler der Menge dx her. Dann folgt daraus natürlich nichts weiter, dass dieser Teiler d auch diese Zahl k plus m plus n teilen muss, und zwar für jedes k aus der Menge dy, weil diese Abschätzung galt ja für jedes k aus der Menge dy. Insbesondere wissen wir, dass auch die Zahl m plus n in der Menge dx liegt, weil wir können ja einfach auch in m Schritten von x nach y gehen und sofort in n Schritten von y nach x gehen. Dieses Produkt der beiden ist natürlich auch positiv und das ist ja nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit, in m plus n Schritten von x nach x zu gelangen. Also liegt auch diese Zahl in der Menge dx und damit teilt natürlich dieses d auch diese Zahl m plus n. Daraus folgt natürlich aufgrund dieser Tatsache, dass diese natürliche Zahl d jedes k aus der Menge dy teilen muss. Also ist d ein Teiler dieser Menge dy.
Und dann natürlich, dass für jeden Teiler der Menge dx gilt, was wir hier betrachtet haben, folgt daraus nichts weiter als, dass auch der größte gemeinsame Teiler der Menge dx ein Teiler der Menge dy sein muss. Und das impliziert nichts weiter als, dass die Periode des Zustandes x, was ja nichts weiter als der größte gemeinsame Teiler der Menge dx ist, kleiner gleich ist als der größte gemeinsame Teiler der Menge dy, was ja gerade die Periode des Zustandes y ist. Jetzt können wir dieses gleiche Argument durchführen, aber die Rollen von x und y vertauschen. Damit erhalten wir dann auch die Abschätzung, dass die Periode des Zustandes y kleiner gleich ist als die Periode des Zustandes x. Und daraus folgt dann die Gleichheit. Also haben wir gesehen, wenn zwei Zustände miteinander kommunizieren, besetzen sie die gleiche Periode. Kommen wir jetzt zum Teil B, also in dem der aussagte, dass wenn x transient ist, das genau dann der Fall ist, wenn y transient ist. Zeigen wir also sozusagen erstmal die eine Implikationsrichtung. Wir nehmen an, dass x transient ist und wollen uns überzeugen davon, dass auch der Zustand y dann transient ist. Dadurch, dass wir wissen, dass x und y miteinander kommunizieren, wählen wir wiederum ein k und n aus den natürlichen Zahlen, sodass die entsprechenden Übergangswahrscheinlichkeiten bei Start in x in k Schritten nach y zu gelangen positiv ist und umgekehrt bei Start in y in l Schritten nach x zu gelangen positiv ist. Jetzt benutzen wir wiederum die Chapman-Kolmogorov-Gleichung, die uns erlaubt, die Wahrscheinlichkeit bei Start in x nach k plus l plus n Schritten nach x zu gelangen, nach unten abzuschätzen durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in k Schritten nach y zu gelangen, bei Start in y in n Schritten eine Exkursion nach y durchzuführen und bei Start in y dann in l Schritten nach x zurückzukehren. Und da, diese Darstellung, diese Abschätzung gilt natürlich für jedes n aus den natürlichen Zahlen. Jetzt können wir natürlich den Satz 2,1 ins Spiel bringen. Und der sagt uns aus, wir wollen uns anschauen am Ende des Tages die folgende Reihe. Und die wollen wir kontrollieren, deren Summierbarkeit nachweisen. Dazu betrachte ich einfach, summiere ich genau diese Gleichung, die wir, oder diese Ungleichung, die wir hier gewonnen haben, über alle n aus den natürlichen Zahlen. Auf der einen Seite weiß ich natürlich, dass ich diese Reihe, die ich hier habe, nach oben abschätzen kann durch die Summe über alle n, pnxx. Und von dem wissen wir, von dieser Reihe weiß ich natürlich nach Voraussetzung, dadurch, dass x transient ist, dass diese Reihe konvergiert. Jetzt kann ich natürlich die Darstellung nutzen, die wir gerade gewonnen haben, und die Terme herausziehen, die gar nicht von n abhängen. Das sind genau diese Wahrscheinlichkeit pkxy und plyx, von denen ich weiß nach Konstruktion oder nach Wahl von k und l, dass diese beiden Ausdrücke strikt positiv sind. Und was übrig bleibt, ist diese Reihe n gleich 1 bis unendlich pnyy. Und damit haben wir natürlich aufgrund dieser Tatsache, dass diese beiden Faktoren positiv sind, nachgewiesen, dass diese Reihe konvergent ist. Und daraus folgt aufgrund von Satz 2,1 wiederum, dass der Zustand y transient sein wird. Die Rückrichtung funktioniert analog, indem man einfach x mit y vertauscht. Bleibt der letzte Punkt sich anzugucken, nämlich dass ein Zustand x genau dann null rekurrent ist, wenn der Zustand y null rekurrent ist. Die Vorgehensweise ist im Prinzip das gleiche. Wir zeigen wieder eine Implikationsrichtung, nämlich dass wenn der Zustand x0 rekurrent ist, das impliziert, dass auch der Zustand y0 rekurrent ist. Aufgrund der Tatsache, dass x und y wiederum miteinander kommunizieren, finde ich natürlich wieder natürliche Zahlen k und l derart, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in k Schritten nach y zu gelangen positiv ist und umgekehrt bei Start in y in l Schritten nach x zu gelangen, dass auch diese Wahrscheinlichkeit positiv ist. Und wiederum benutze ich die Chapman-Kolmogorov-Gleichung, um analog wie vorhin die folgende Abschätzung zu erzielen, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x
in k plus l plus n Schritten wieder nach x zu gelangen, sich nach unten abschätzen lässt durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in x in k Schritten nach y zu gelangen, eine Exkursion von bei Start in y in n Schritten nach y wieder durchzuführen und bei Start in y in l Schritten nach x zu gelangen. Und diese Darstellung gilt wieder für alle n aus den natürlichen Zahlen. Jetzt bringen wir diesmal den Satz 2, 3 ins Spiel, der uns besagte, dass ein Zustand x genau dann null rekurrent ist, wenn der Limes enxx für n gegen unendlich verschwindet. Natürlich verschwindet dieser Limes auch, wenn ich hier einfach diese beiden Konstanten k plus l hinzuaddiere. Jetzt sehen wir, kann natürlich jetzt hier an dieser Stelle unsere Abschätzung einsetzen. Da halte natürlich in dem Fall, dass der Lim-Sub von diesem Produkt sich abschätzen lässt nach unten durch dieses Produkt. Und jetzt sehe ich, dass die ersten beiden Terme gar nicht von n abhängen. Die kann ich also rausziehen. Damit habe ich folgende obere Schranke erhalten, nämlich dass dieser Limes en y y aufgrund der Tatsache, dass diese beiden Faktoren strikt positiv sind, kleiner gleich 0 ist. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass dieser Ausdruck auch größer gleich 0 ist. Das impliziert, dass der Limes existiert und gerade gleich 0 sein muss. Und daraus, auf dieser if and only if, also auf der genau dann wenn Charakterisierung im Satz 2.3, folgt dann natürlich, dass auch der Zustand y 0 rekurrent sein muss. Die umgekehrte Richtung folgt wiederum durch Vertauschen von x und y mit dem gleichen Argument.